Ja, hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch das Samsung Galaxy Note 8.0. Das Ganze ist ein Phablet von Samsung. Ihr kennt sicherlich das Galaxy Note. Das Ganze hat ein riesen Display. Und das hat jetzt Samsung einfach noch eine Nummer größer gemacht, und zwar 8 Zoll. Das Ganze ist in der Größe hier von dem Tablet, wie man hier sieht. Das Ganze sieht auch einfach aus wie ein großes Galaxy S3. Wir haben hier die Rückseite. Wir haben hier auf der Rückseite eine 5-Megapixel-Kamera. Das Ganze ist alles aus Plastik, wie man sieht. Wir haben hier den Platz für den S-Pen, wo der Stift reinkommt. Unten haben wir dann hier den Anschluss des Micro-USB. Wir haben hier zwei Lautsprecher. Auf der Oberseite haben wir dann einen Kopfhörereingang. Auf der linken Seite haben wir den SIM-Schlitten und einmal hier für Micro-SD. Das Ganze läuft mit einem 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor und hat eine Display-Diagonale von 8 Zoll. Davon kommt auch der Name Galaxy Note 8. Das Ganze sind 20 cm ungefähr. Ja, hier oben haben wir die Frontkamera, den Grill, wo man ja dann das hört, wenn man telefoniert. Die ganz normalen Tasten hier. An der Seite haben wir dann noch Lautstärke-Tasten, den Power-Button und einen Infrarot-Sender. Und ja, das Ganze hält ihr wahrscheinlich dann, wenn ihr telefoniert, so in der Hand. Könnt dann so das ans Ohr halten und telefonieren. Ich weiß nicht, wer das machen will. Gibt bestimmt Leute, aber meins ist es nicht. Ich habe jetzt hier im Vergleich das iPad Mini. Und da sieht man auch den Vergleich. Rechts ist ein Smartphone und links ein Tablet. Also 2013 haben wir da keinen großen Unterschied mehr. Preis ist noch nicht bekannt. Wann das Ganze rauskommt, ist auch noch nicht bekannt. Und ja, das war's von dem Samsung Galaxy Note 8.0 von der CeBIT 2013.